Servus und herzlich willkommen. Heute gibt's 5 verschiedene Wege, wie ihr etwas abpausen könnt. Als erstes ganz klassisch. Ihr legt ein weißes Papier über das Motiv, welches ihr abzeichnen wollt, und fixiert dieses zum Beispiel mit etwas Kreppklebeband. Bei dieser Methode ist es jedoch mitunter sehr schwer, den ganzen Verlauf der Linien der Vorlage zu erkennen. Ich habe mir hier trotz dieses leichten Motivs sehr schwer getan. Die zweite Möglichkeit besteht darin, das Motiv an ein Fenster zu kleben. Durch den helleren Untergrund ist es wesentlich einfacher, die Konturlinien der Vorlage zu erkennen. Allerdings ist es zum Teil sehr schwer, in einer so senkrechten Position zu zeichnen, wodurch das fertige Ergebnis zumeist sehr krakelig und unsauber wirkt. Der Vorteil ist jedoch ganz klar, dass ihr jede Linie der Vorlage ganz genau erkennen könnt. Eine weitere sehr gute Option ist das Arbeiten an einem Leuchttisch. Da die meisten unter euch einen solchen nicht zu Hause haben werden, müsst ihr hier etwas kreativ werden. Ich habe dazu einfach einen Korb genommen, eine Lampe hineingelegt und dann darüber eine Glasplatte platziert, um darauf meine Vorlage zu befestigen. Diese Art abzupausen ist sehr einfach und komfortabel, der Aufbau, wenn ihr jedoch keinen richtigen Leuchttisch habt, sehr aufwendig und zeitintensiv. Dafür sind die damit erzielten Ergebnisse aber auch einwandfrei. Dann gibt es dann auch sogenanntes Durchdrück- oder Abpauspapier. Hierbei legt ihr unten ein weißes Papier hin, darüber das Abpauspapier und ganz oben legt ihr eure Vorlage drauf. Nun fahrt ihr mit einem spitzen Bleistift die Konturlinie nach und drückt dabei etwas fester als normal auf. Das Motiv sollte sich nun auf das unten liegende Blatt übertragen haben. Der Nachteil daran ist jedoch, dass die Linien später nicht wieder wegradiert werden können und nur sehr schwer zu übermalen sind. Die letzte Methode ist meiner Meinung nach auch die beste, da sie einfach anzuwenden ist und man mit ihr auch sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Hierfür malt ihr die Rückseite eures Motivs erst einmal mit einem sehr weichen Bleistift, zum Beispiel einem 6- oder 8B Bleistift an, bis die Fläche des Motivs komplett mit Graphit bedeckt ist. Dann geht ihr wie schon zuvor beim Abpauspapier vor und zieht mit einem spitzen Stift wieder die Konturlinien nach. Das Motiv sollte sich wieder auf ein darunter liegendes Blatt durchdrücken. Diesmal aber mit dem Unterschied, dass die Linien leicht zu übermalen sind und man sie auch mühelos wieder wegradieren kann. Und das waren sie, meine 5 Methoden, etwas abzupausen. Und wenn ich euch damit weiterhelfen konnte oder es euch sogar gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's es gut.